Yo, moin, liebe Leute, und auch heute, liebe Landratten und Rädchen, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Zurück in die Zukunft, das Spiel. So, wir hatten ja beim letzten Mal die Frau hier in der Ecke von ihrem leicht angeschäkerten Mann befreit. Und können wir die jetzt auch ansprechen? Verzeihung, ich wollte nicht, dass ihr Freund aus dem Club geschmissen wird. Ah, Schnee von gestern. Willst du ihm den Platz warm halten? Trotzdem danke. Ja, super, das hat es jetzt ja echt gebracht. Hat das irgendeinen Hintergrund jetzt? Trixie? Entschuldigung, aber sind Sie Trixie Trotter? Steht zumindest auf meiner Garderobentür. Würde es zumindest, wenn ich eine Garderobe hätte. Okay. Ach, Schleimer hier. Was macht ein hübsches Mädchen wie Sie hier? Was macht so ein nettes Mädchen wie Sie bei einem Kerl wie Tennant? Ach, Kit ist nicht so schlimm. Man muss sich an ihn... Hey, Schätzchen, meinst du könntest deine Cancan-Nummer bringen? Die Kerle lieben es dir dabei unter den... zu gucken. Wie du möchtest, Kit. Und gammel hier nicht rum. Fürs Shakern mit den Betrunkenen wirst du nicht bezahlt. Du bezahlst mich überhaupt nicht, Mistkerl. Worüber haben wir gerade gesprochen? Du wirst nicht bezahlt? Was machst du denn dann hier? Warum bleiben sie bei Kit? Sie sagten, Kit sei ein netter Kerl. Naja, schätze, er ist ein echt lausiger Freund. Doch solange meine Versicherung nicht greift, stecke ich hier fest. Versicherung? Ja, ich bin vielleicht nicht die Hellste. Aber auch ich weiß, dass man einen Widerling wie Kit nicht einfach verlässt, ohne eine Versicherung zu haben, die ihn daran hindert, völlig durchzudrehen. Okay. Was hat es mit dieser Versicherung auf sich? Machst du Witze? Es gibt nur einen, dem ich hier vertraue. Aber ich habe ihn seit Wochen nicht gesehen. Sie meinen nicht... Artie McFly. Artie McFly. Du kennst ihn? Nicht so gut, wie ich dachte. Bevor er verschwand, hat Artie mir alles Mögliche beigebracht. Etikette, Philosophie, Buchhaltung. Er ist ein echtes Universalgenie. Er hatte sogar eine Pfeife wie ein Professor. Verstehst du? Kann ich mir die ausleihen? Sicher. Ich habe seit Wochen heimlich an meiner Komm-von-Kit-Los-Karte gearbeitet. Aber Artie ist der Einzige, dem ich meine Arbeit zeige. Bei einem Irren wie Kit kann man nicht vorsichtig genug sein. Okay, ich kann Arthur McFly für dich finden. Wenn ich ein Treffen mit Artie arrangiere, können Sie dann Ihre Versicherung einsetzen? Sie einsetzen? Verdammt, wenn das rauskommt, könnte ich den Dreckskerl in den Knast bringen. Oh ja, das brauchen wir. Was ich tun kann. Das brauchen wir. Hübsche Stimme. Ich mag Ihre Stimme wirklich sehr. Danke. Du solltest mich mal hören, wenn es mir wieder besser geht. Sie sind krank? Ja, ich bin heiser. Deswegen lasse ich Q-Ball heute Abend so lange Soli spielen. Ich hatte mich schon gewundert. Verlassen Sie Ten. Sie können mir vertrauen. Los, was haben Sie gegen Kit in der Hand? Streich das! Ich erzähle nichts, bevor ich nicht mit Arthur Mac... FLY gesprochen habe. Okay. Was machen Sie hier? I don't care. Was ist das? Der Text für einen Ihrer Songs? Ich kann ihn noch nicht auswendig. Hat sie den nicht schon gesungen? Komisch. Officer Parker, gefällt dir gesungen? Ihr Lied scheint auf Officer Parker eine ziemlich starke Wirkung zu haben. Ich fühle mich sehr geehrt. Es ist schön, dass jemand mein musikalisches Talent zu schätzen weiß. Ja. Okay, darf ich mir was wünschen? Kennen Sie Sister Christian? Ich singe keine religiösen Lieder. Ja, das wird's jetzt. Toi, toi, toi. Danke. Sie soll sich heute gegen Kit Tennant wenden? Okay, Doc, wenn Sie das sagen. Bringe Trixie und Arthur zusammen. Okay, aber wir wissen immer noch nicht, dass das komische Ding von... Hey, hau ab, Zwerg! Ich versuche hier Leute zu unterhalten. Parker hier, oder ist er jetzt vielleicht bereit? Danny! Du! Erzähl mir jetzt von deinem Problem. Nun, was die Probleme angeht. Bin gerade nicht in Stimmung, darüber zu reden. Ich will nur trinken und Trixie zuhören.
Dann bis später, Danny. Ich bin hier. Ja, warum? Wir können ja erstmal Arthur suchen. Vielleicht ist der ja wieder in seiner Wohnung. Vielleicht können wir ja jetzt oben wieder rechts abbiegen. Und wenn wir ihm die Pfeife zeigen, dann kommt er vielleicht her und hilft ihr. Und dann, naja, irgendwie so dann halt. Hey, woher hast du den? Aus dem Kostümladen in der Einkaufspassage. Der ist maßgeschneidert. Tatsächlich? Hat Qualität? Wer bist du? Woher kommst du? Ich heiße Harry Callahan. Okay. Ich komme von hier. Ich bin nicht von hier. Ich bin einer von euch. Das macht ihn garantiert nervös. Hier kennt er uns. Doch sicherlich. Also er wird doch garantiert alle aus dieser kleinen Stadt kennen. Ich bin einer von euch, Jungs. Erkennt ihr mich nicht? Nein. Na los, was soll das? Raus mit der Sprache, oder? Ganz ruhig, Kid. So wie sein Anzug geschnitten ist, könnte er zur Valenti Gang gehören. Ist das so? Wir müssen ja hier raus aus hier. Ja? Beweis es. Du gehst hier nicht weg, bis du mir ein bisschen Bona Fide gezeigt hast. Bitte, was sollen wir dir zeigen? Okay, was macht Zane hier? Hey, Barkeeper! Was darf sein? Gib mir einen Drink. Was zu trinken, bitte? Was trinkst du? Peps! Ach, eigentlich... Vergessen Sie es. Wie du willst. Okay. Okay, die Karikaturen an der Wand. Wegen dieser Ehrengalerie. Was ist damit? Was ist daran so ehrenvoll? Die Karikaturen in der Ehrengalerie erinnern an diejenigen, die nicht mehr unter uns sind. Da sie einen gewissen Irving Kit Tannen verärgert haben. Leute, die Kit hat umbringen lassen? Natürlich nicht. Das sind nur ein Haufen Typen, die Kit nicht besonders mochte und die irgendwann später tot aufgetaucht sind. Das ist ein, wie soll ich sagen, seltsamer Zufall. Ja, ist klar. Oh Gott. Oh Gott, der Polizist? Unser Polizist hier ist, oh Gott, der Arme. Vielleicht ist er deswegen ja schon so verzweifelt, weil er hier an der Wand hängt. Oh Gott. Was zeichnen Sie da? Mal wieder eine Karikatur. Sie zeichnen die? Die Prohibition wird nicht ewig dauern. Ich brauche etwas, das ich tun kann, wenn das alles vorbei ist. Zeichne mich? Wieso das denn? Oh Gott. Wegen Parkers Problem. Was hat Parker für Probleme? Ach, Danny Parker. Seine Probleme folgen ihm überall hin wie ein Wolfsrudel. Wirklich? Oh ja, Probleme im Job, Probleme mit den Frauen, psychische Probleme und so. Wenn du ihn auf dem richtigen Fuß erwischst, kaut er dir ein Ohr ab. Auf den richtigen Fuß erwischen, okay. Sind wir von Trixie? Was wissen Sie über Trixie? Willst du dich etwa an Kids Mädchen ranmachen? Niemals. Gut, sonst würde ich dich nämlich bald in der Ehrengalerie aufhängen, verstehst du? Okay, was machst du hier? Ist die Erkältung schon weg? Erkältung? Ja, als ich sie vor ein paar Stunden gesehen habe, niesten sie wie verrückt. Junge, ich hatte seit 2 Monaten keine Erkältung. Ach ja, richtig. Hab sie wohl verwechselt. Okay, was immer das jetzt hier zu sagen hat, wieso gibt es diese Antwortmöglichkeit? Ich meine, wir werden es garantiert nicht machen, weil wir hier nicht auf Kit Tennants Abschlussliste stehen. Auch nur damit wir wirklich alles durchhaben. Kannst du eine Karikatur von mir zeichnen? Sicher! Presto! Die sieht mir überhaupt nicht ähnlich. Du hast auch nicht viel Markantes. Mhm.
Wen zeichnen Sie jetzt? Boris Karloff. Was meinst du? Gar nicht so schlecht. Okay. Danke fürs Gespräch. Bestell nächstes Mal einen Drink. Das ist keine Bücherei hier. Also haben wir jetzt eine Zeichnung bei uns? Tatsache. Sehe ich wirklich so aus? Nee, offensichtlich. Aber hier ist sogar ein Rahmen drumherum. Dann können wir uns jetzt in diese Galerie aufhängen, aber was haben wir davon? Wahrscheinlich werden wir sofort erschossen, oder? Oder vielleicht muntert es ihn auf, wenn er sieht, dass wir auch an der Wand hängen, genauso wie er hier oben. Also ich nehme an, dass er es ist. Probieren wir es mal aus. Hier war ja irgendwie dieses leere Ding. Hallo, da drehen, da. Benutzen. Ich wollte immer berühmt sein. Hier, und nicht mal die Frisur ist irgendwie wie unsere, ne? Hier ist irgendwie so ein... Ganz komisch. Also hier hinten dieses Gewuschel im Nacken, das haben wir hier gar nicht. Naja. Aber jetzt ziemlich schnell gezeichnet, muss man ihn lassen. So. Jetzt schau dir mal dieses Bild da an und Danny! Erzähl mir jetzt von deinem Problem. Nun, was die Probleme angeht. Bin gerade nicht in Stimmung, darüber zu reden. Ich will nur trinken und Trixie zuhören. Dann bis später, Danny. Ich bin hier. Was will er denn noch Trixie zuhören? Ah, warte mal. Vielleicht will er hier diese Lieder hören. Hey! Hau ab, Zwerg! Ja, nee, ich versuche hier Leute zu unterhalten. Ich will diese Liederkiste hier, Entschuldigung. So, I don't care hatten wir jetzt schon mal probiert. Es gibt noch... Lustig, Geheimnis. Ja, doch ein Geheimnis. Erzähl von deinem Geheimnis. Sieht doch richtig aus. Whisper in my ear, so no one can hear. Secrets are for sharing love, they're not meant for wearing love. Whisper in my ear, so no one can hear. Ja. Whisper in my ear, let me breathe you soft and clear. Das sieht doch gut aus. Danny! Nun, was die Probleme angeht. Bin gerade nicht in Stimmung, darüber zu reden. Ich will nur trinken und Trixie zu hören. Dann bis später, Danny. Ich bin hier. Ein anderes Lied. Ich meine, was sollen diese Liederauswahl denn sonst bewegen? Das wird ja wohl nicht einfach nur so ein Spaß sein von den Leuten. Hier, ein lustiges. So, jetzt ist er doch hier fröhlich in Laune. Danny! Nun, was die Probleme angeht. Probleme? Na, ich will über all das deprimierende Zeug nicht reden. Ich will feiern! Eigentlich, das hilft ja alles nichts. Dann bis später, Danny. Ich bin hier. Warte, gehst hier nicht weg, bis ich weiß, was mit dir nicht stimmt. Bist du wirklich an Valenti? Warte, du gehst hier nicht weg, bis ich weiß, was mit dir nicht stimmt. Bist du wirklich an Valenti? Okay, wir können ihn auch nicht ansprechen und auf diese Tafel hinweisen, dass er denkt, okay, wir sind auf der Tafel, vielleicht sind wir wirklich irgendwas. Was sagt denn Matches? Hey! Zieh leine Würstchen! Warte mal, vielleicht ist ja hier hinten die Nische jetzt ansprechbar. Verzeihung, ich wollte nicht, dass ihr Freund aus dem Club geschmissen wird. Ah,
Schnee von gestern. Willst du ihm den Platz warm halten? Trotzdem danke. Oh, Freunde, ey. Was? Mikro. Way down in Louisiana, down in New Orleans. Vielleicht doch nicht. Hey, ich bin hier fürs Singen zuständig. Okay. So, Trixie, was gibt's Neues bei dir? Trixie? Ja? Ich kann Asa finden. Wenn wir denn hier rauskommen... Oh, die Wall of Fame, das ist neu. Wenn wir uns wünschen, was machen sie hier? Wall of Fame. Sieht aus, als gäbe es ein neues Bild in der Ehrengalerie. Meine Güte, Kid. Wer soll jetzt dran glauben? Wer soll das sein? Mickey Rooney? Ich glaube nicht. Über die Wall of Fame? Sieht aus, als gäbe es ein neues Bild in der Ehrengalerie. Das war dieselbe Frage. Meine Güte, Kid. Wer soll jetzt dran glauben? Gibt es eigentlich wirklich keine Möglichkeit, das durch... Ich glaube... Oh, ich glaube, rechtslich ist es vielleicht. Hatten wir vorhin schon, was machen Sie hier? Lernen Sie immer noch den Text von I don't care? Tja, auswendig lernen ist nicht gerade meine Stärke. Toi, toi, toi. Jo. Danke. Wie hilft das alles nicht so weiter? Wir kommen hier nicht raus. Bringe Trixie und Arthur zusammen. Ja, wir kommen doch nicht mal aus dem Laden raus. Wie soll ich denn hier Arthur reinbringen? Ich probiere jetzt hier alle Lieder durch. Das ist das Einzige, was da übrig bleibt. Da fangen wir oben an, zornig. Rage. Ja, ach, Leute. Me in its grip. What has me on the edge and curling my lip? Worse than the blues or the front page news, it's rage. I'm overflowing. I've asked my doctor and psychiatrist too. They tell me that there's not a thing I can do. Okay, jetzt taucht dieser Hinweis oben auf. Vielleicht ist er ja jetzt endlich mal soweit. Limmelungen, was die Probleme angeht. Geh weg, ich trinke. Daytime, nighttime, anytime at all, I'm hotter than a radiator. Darfst du denn im Dienst so viel trinken? Ich bin hier. Hey, ich krieg hier einen Trappel hier, ey. Volcanoes blow the tops and tidal waves crest. But there's a force in nature worse than the rest. Verzeihung, ich wollte nicht, dass ihr Freund aus dem... Smeezen-Taxi auch. Hey, hau ab, Zwerg. Ich versuche hier Leute zu unterhalten. Boah, Alter. Ein trauriges Lied. Mein melancholisches Baby, was? Okay. Come to me, my melancholy baby. Ja, Entschuldigung, ich versuche hier irgendwelche Tasten zu finden, damit man das mal überspringen kann, aber irgendwie muss man sich das alles wieder angucken. So, jetzt bist du traurig, bist du, ich weiß nicht, was ich machen soll. Was die Probleme angeht. Alles begann am 14. Juni. Ich verfolgte einen von Tennants Jungs. Als plötzlich dieses Science-Fiction-Auto auftauchte und mich von der Straße drängte. Nein. Dann habe ich einen Zeugen verloren. Von dem armen Tölpel hat man nichts mehr gehört. Das war nicht deine Schuld. Und dann, zu allem Überfluss, ist mir ein 80-jähriger Brandstifter entwischt, als nicht ein, sondern zwei Weltraumautos auftauchten und ihn mir wegschnappten. Das ist unglaublich. Hat der Chief auch gesagt. Er wurde sofort degradiert. Meine Familie schickte mich zum Psychiater, weil sie dachten, ich halluziniere. Am schlimmsten war, dass mich mein Mädchen Patty verlassen hat. Sie glaubte, ich bin verrückt und ein schlechter Ernährer. Betty? Jennifers Großmutter Betty? Was? Hör zu, Danny. Es ist wirklich wichtig, dass du dich mit Betty wieder versöhnst. Der Zug ist abgefahren. Zum Teufel mit ihr.
Ich habe ein kleines Geheimnis, mit dem ich 10-mal so viele Frauen wie Betty kriegen kann. Okay, wegen dem Geheimnis? Es gibt ein Geheimnis? Welches? Ich sollte es dir nicht erzählen. Wenn ich so traurig bin, kann ich nicht klar denken. Aber hör zu. Ja? Ich mag dich. Du bist mein neuer bester Freund. Mit der ging ja schnell. Okay, ich habe da so eine Vorahnung, dass es wahrscheinlich was mit dem geheimnisvollen Lied zu tun hat, was sie hier im Repertoire vorhin war. Mit Whisper immer ihr und so. Wo man das jetzt ist, da Geheimnislied. Ja, sieht doch gut aus. Danny! Wegen dem Geheimnis. Was das Geheimnis angeht. Oh ja, mein Geheimnis. Gut, du bist mein Freund, dir kann ich's ja sagen. Aber verrate es niemandem. Ich arbeite seit über einem Monat für Tennant. Was? Es ist wahr. Ich muss nur wegsehen, wenn Beweise vernichtet werden. Oder ein Laster voll Gin über die Bezirksgrenze kommt. Dann kümmert sich Tennant darum, dass ein paar Extrascheine in meine Lohntüte kommen. Gutes Geschäft, hä? Nein? Nein, kein gutes Geschäft. Wo ist das Problem? Die Leute müssen trinken, oder? Und solange niemand verletzt wird, warum sollte Daniel J. Parker nicht ein paar Mäuse dabei machen? Was ist mit denen, die Kit tötete? Aber da kommen Leute zu Schaden. Kit ist ein Killer. Ach, das sind nur Gerüchte und falsche Beweise. Obwohl, die Ehrengalerie ist schon ziemlich gruselig. Oh Gott, das war ein schrecklicher Fehler. Ich dachte, wenn ich ihr etwas Geld gebe, würde Betty mich zurückwollen. Wenn sie herausfindet, was ich getan habe, spricht sie nie wieder mit mir. Was habe ich getan? Hier, reiß dich mal zusammen, ne? Komm schon, Danny, reiß dich zusammen. So schlimm ist es nicht. Nicht so schlimm? Ich bin ein korrupter Bulle, der seine einzige Chance auf wahre Liebe verspielt hat. Wieso ist das nicht so schlimm? Glaub mir, alles wird gut. Hör einfach der Musik zu. Warum? Das hilft auch nicht mehr. Hier in der Bar gibt es wohl nichts, das diesen Typen jetzt auf den richtigen Weg führen könnte. Pass auf dich auf, Danny. Oh Gott. Oh, Freunde, ey. Das ist ja unglaublich. So, nächstes Lied. Also, wir hatten traurig, wir hatten ein geheimes Lied. Ein lustiges jetzt mal. Wieder welche in Stimmung zu bekommen. Der muss uns ja weiter erzählen, was da passiert ist. Ist auch schön, dass wir eigentlich mit daran schuld sind. Every morning, every evening. Ja, ja. Hate we got fun. Not much money, oh but honey. Danny! So. Glaub mir, alles wird gut. Hör einfach der Musik zu. Warum? Das hilft auch nicht mehr. Hier in der Bar gibt es wohl nichts, das diesen Typen jetzt auf den richtigen Weg führen könnte. Pass auf dich auf, Danny. Oh Gott. Okay, lustig ist es offensichtlich nicht. Vielleicht zornig. Zornig auf sich selbst und zornig dann auf Kit Tennant. Und dann verhaftet er Kit Tennant, weil er... Ah, das könnte klappen. Zornig.
so schön, dass er wirklich jedes Mal, sobald wir nur eine andere Melodie hier vorne reinlegen, automatisch sofort aufhört, sein aktuelles Lied zu spielen, nur um sich diese neue Melodie zu holen. Worse than the blues or the front page news, it's rage. I'm overflowing. I've asked my doctor and psychiatrist too. They tell me that there's not a thing I can do. There's no consoling, yeah, there's no controlling this rage. Ich sehe gefälligst zusammen. Glaub mir, alles wird gut. Hör einfach der Musik zu. Warum? Das ist auch nicht mehr. Hier in der Bar gibt es wohl nichts, das diesen Typen jetzt auf den richtigen Weg führen könnte. Ja, aber muss, ich komme hier selbst nicht raus. Oder komme ich so? Warte, du gehst hier nicht weg, bis ich weiß, was mit dir nicht stimmt. Bist du wirklich an Valenti? Ja, aber wie gesagt, ich... Jetzt haben wir doch aber eigentlich alle durch, bis auf... I don't care. Mädel, ey. Wir überziehen übrigens dezent leicht, ich weiß. They say I'm crazy, got no sense, but I don't care. They may or may not mean offense, but I don't care. You see, I'm sort of independent. I am my own superintendent. Danny! Glaub mir, alles wird gut. Hör einfach der Musik zu. Warum? Das hilft auch nicht mehr. Ich meine, I don't care, das kann auch nicht helfen. Dass diesen Typen jetzt auf den richtigen Weg führen könnte. Gut, Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, Hummel, Mors, Mors, macht's gut und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann probieren wir nochmal Trixie anzusprechen und irgendwie aus dieser Bar rauszuschleichen.